So, endlich kann es weitergehen. Oh, nachdem wir gestern ja den Stream verschieben mussten. Frühjahr 19. Wir sind aber gar nicht so weit gekommen. Spielladen. Ich muss unbedingt nach Bluebell ziehen. Das ist eine Katastrophe ansonsten. Ha. Oh Gott, Rutger schon wieder. Nee, nicht Rutger, Quatsch. Ina, ich dachte, ich komme mal vorbei. Hey, ich hätte jetzt auch jeden alten Sack sprechen können. Oh, die Katzen haben schon wieder ihre dollen 5 Minuten. Heute findet endlich das Kochfest statt. Beim Wettbewerb für ein Hauptgericht nimmst du zum ersten Mal teil, oder? Ausnahmsweise habe ich dir deshalb alles für ein Hauptgericht mitgebracht. Stimmt, wir haben ja Kochfest. Ach, hey. Ich gebe dir jetzt die Zutaten. Pass auf. Oh, weia. Okay, was soll das werden? Mehl und Pflanzenöl. Du beides in einen Topf und schon hast du Spaghetti. Oder Brei. Teig. Irgendwie. Naja, egal. In der Küche musst du dazu nur die Zutaten auswählen und kochen. Am heutigen Kochfest nimmst du am besten mit deinen Spaghetti teil. Ich zähle auf dich. Oh, das kann ja was werden. Ja, wundervoll. Dann machen wir mal schnell die Spaghetti. Topf, Öl und Mehl. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Spaghetti! Wuhu. Rezept aufgezeichnet. Wundervoll. So, wir haben 9061 Geld. Wir brauchen für den Sommer auf jeden Fall jede Menge Geld. Denn da können wir dann eine Erweiterung holen und wir brauchen auch dann nachher für den Hammer und die Axt und... Ne, den Hammer haben wir ja schon, ne? Für die Axt und so brauchen wir auch jede Menge Geld, also... Na, damit uns das hier nicht ausdauert. Tun wir mal lieber alles nass machen. So. Lasst euch nicht irritieren von jetzt irgendwelchen Geräuschen im Hintergrund. So. Ah, das Ei nehme ich gerade mit. So. Übrigens ist die Anzahl der Tiere, die man haben kann, nicht direkt von den Anzahlen der im Stall befindlichen Futterstellen abhängig, sondern anscheinend von der Weidengröße. In Bluebell hatten wir ja 4 Futtertröge. Das ist das falsche Tier. Naja. Wir haben also 4 Futtertröge und irgendwie... Ich weiß nicht. Ah, mir ist aber aufgefallen. Tierstatistiken. Okay, das Bürsten selber ist da jetzt nicht dabei, aber die finden das trotzdem ganz gut, denke ich. Wir werden sie doch jeden Tag alle bürsten. Irgendwie, also ich habe so viele Tiere gehabt, dass nur 2 Futtertröge in Benutzung waren und dann konnte ich keine Tiere mehr holen. Weil einfach die Weide nicht groß genug war. Das war dann ein bisschen tragisch. Und der Kater nervt gerade. Schatz, nimm mal Päckchen zu dir. Bitte. Hi. So. Egal, wo der Kater hinkommt. Er kriegt immer gesagt, er soll still sein. Und er ist es einfach nicht. Was machen wir denn jetzt hier? Die Geläden haben eh alle zu. Von daher... Übrigens kriegen wir den Auftrag von Sheng für die Axt auch, glaube ich, wenn wir nicht so gut mit ihm gestellt sind. Achso, der ist ja jetzt auch nicht da. Ich freue mich aber schon richtig auf den Sommer. Also
richtig viele tolle neue Tiere und so. Und ich muss aber sagen, ich werde echt gucken, dass ich doch ziemlich oft ziemlich alles raushaue, was es so an Tieren gibt. Weil einfach aus dem Grund, dass ich habe ja ein bisschen in den Sommer, wie ihr am Anfang gesehen habt, schon mal reinlunzen dürfen. Und es gibt einfach so furchtbar viele Tiere, allein in Frühling und Sommer zumindest, zusammen schon. Die kriegt man doch überhaupt gar nicht alle unter. Ja? Also selbst wenn der größte Wagen 9 Seiten hat, dann ist das trotzdem, also gibt es viel zu viele Tiere. Vor allem, wenn man dann noch die Angelrute kriegt, dann hat das einfach Ausmaße, die nicht mehr normal sind. Das kann man nicht alles dann haben. Also, man kann einfach nicht alles haben. So, das ist... Hörst du? Ach, hab dich. So. Und wie schon vermutet, kriegt man ja meistens dann Aufträge für Sachen, die man in der Jahreszeit dann sowieso sammeln kann. Also, kein Grund zur Panik. Wir werden dann so die Sachen, die wir kochen können, werden wir behalten. Die meisten, wenn sie eine entsprechende Qualität haben. Ansonsten wird das auch wegsortiert, verkauft. Wir brauchen echt viel Geld. Und dann sollten wir uns auch einen Hund und eine Katze zulegen. Ihr könnt ja schon mal für die Katze Namen vorschlagen. Beim Hund bin ich mir schon ziemlich sicher, wie der heißen wird. Na? So. Immer noch nicht sehr spät hier. Ach, ist ein Vögelchen. Ich will den Schmetterling haben. Ach Mann. So ein Dreck. Nein, nein, ich wollte da oben noch sammeln. Der Schmetterling ist weggebackt. Böser Schmetterling. Was soll das denn? Mann. Ich habe den Schmetterling gefangen und jetzt ist er nicht mehr da. Blöd. Dafür schnappe ich mir den hier. So. Aber ich hätte mal aufs Brett gucken können. Wobei, die Aufträge, die jetzt neu dazugekommen sind heute, die werden auch noch morgen hängen. Vermute ich mal. Dadurch, dass Kochfest ist, werden wir sowieso nichts abgeben können. Von daher ist das wurscht. Oh, Pilz und Schmetterling. Eine Baumnymphe, die kriegt man irgendwie ziemlich oft hier oben. Ich wurde letztes Mal, oder in einem der letzten Parts dann auch gefragt, wo man denn die Münze findet. Auf der Seite von Bluebell am Bergesfuß, da der Teich zum Handfischen und davon wiederum die rechte Seite. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass man fast immer nur da Münzen kriegt. Nicht essen, nur hochheben. So, ich möchte am Kochfest teilnehmen. Ich werde jetzt den ganzen Kram, den Pierre da immer erzählt, nicht nochmal erzählen. Weil Pierre fällt echt bald nichts mehr ein. Der erzählt immer das Gleiche. Das Thema des heutigen Kochfests ist Hauptgericht. Ich bin sicher, dass unsere Teilnehmer etwas Leckeres bereitet haben, ja. Ganz sicher. Wenn die anderen nicht wieder verkacken, dann wird das auch was. Heute wirst du eine bittere Niederlage schmecken. Mach dich nicht lächerlich, wir beide wissen, du wirst verlieren. Klingt so, als hättest du schon deinen Realitätssinn verloren. Ja, die letzten beiden Kochfeste sind ja nicht so glücklich für uns ausgegangen. In deinen Träumen lasst uns loslegen. So. Und jetzt kommt wieder das immer gleiche Gerede. Also da ist wirklich... nicht vorlesenswert, wenn denn mal Text kommt.
Der macht echt nichts anderes, als einmal die Woche vorbeizukommen und zu futtern, ne? Das ist alles, was er tut. Okay, Cheryl nimmt teil, das heißt, es ist ja voll der Family-Clan da links. Ash, Cheryl und Jessica. Alle aus einem Haus. Und wir haben eine reelle Chance. Wir haben bei uns nur Erwachsene. Meistens verkacken es ja die Kinder, ne? Ja. Das ist so klar. Die Kinder machen meistens Fehlschläge. Das ist... Naja. Ja, da hat er nicht so die Begeisterung für. Okay, das in der Mitte scheint zu schmecken. Und ganz rechts das auch. So, also wir haben einen richtig harten Fehlschlag und zwei gute Sachen. Und dann schauen wir mal, was er zu unseren Gerichten sagt. Mit, ich glaube, Ayameha ist sie, ne? Und Kana. Zweimal das gleiche. Hm. Okay, Ayameha hat schon mal gut gekocht. Okay, bei unserem ist er sich nicht ganz sicher. Und dann... Ja, okay, das werden wir gewinnen. Ich wette drauf, dass wir das gewinnen diesmal. Einfach weil Cheryl es richtig versaut hat. Ah ja, wir haben großartiges Essen gemacht. Ich weiß. Der Gewinner ist... Tja. Hättet ihr der Kleinen mal Kochen beigebracht, ne? Vor allem Ash und Jessica können ja kochen. So ist ja nicht. Lauf weiter. Komm schon. Ja! Na endlich! Triumph! Das Konohana-Team! Wir haben endlich mal gewonnen. Nun, scheint so, als sei mein Dorf besser als deins. Das muss peinlich für dich sein. Wovon sprichst du? Wir hatten dieses Mal einfach kein Glück. Aber nicht das nächste Mal. Genieße den Sieg, solange du noch kannst. Ja. Die darauffolgende Woche werden wir halt sehen, wer bei, ich glaube, Dessert ganz gut abschneidet. Und das ist das Ende des heutigen Kochfests. Einen großen Dank an unsere Teilnehmer und Zuschauer. Genau, das nächste Mal ist Dessert dran. Wir hatten ja jetzt schon Vorspeise, Suppe, Hauptgericht und dann kommt Dessert. Oder sind Vorspeise und Suppe vertauscht? Ich weiß es gar nicht, wie rum richtig eigentlich ist. Eigentlich kommt erst die Suppe, ne? Naja. Danke, dass du heute teilgenommen hast. Dank dir hat unser Dorf gewonnen. Ich bin dankbar dafür. Ich hoffe, du akzeptierst dein... Was? Dies Sirup als ein Zeichen meines Dankes. Wow, wir kriegen Sirup. Ich hoffe, dass du nächstes Mal noch besser sein wirst. Ich zähle auf dich. Ja, das nächste Mal kriegen wir noch die Ressourcen für das Essen spendiert. Aber danach müssen wir selber gucken, wie wir klarkommen. Ein Grund mehr umzuziehen und mehr Tiere anzuschaffen. Denn, dafür, dass sie sich so angiften, wird sie immer besser. Denn aus Milch und Eiern kann man schon relativ viel machen. So. Ahaha. Immer schön die Augen offen halten, ob uns irgendwelche Insekten auf dem Weg nach unten begegnen. Ich weiß gar nicht, wie zieht man nochmal um? Ich bin total verwirrt. Bleibst du stehen? So. Du auch? Komm her. Ah, die Fische nehme ich auch noch mit. Wenigstens muss man die nicht noch in den Korb packen. Na, die können ja schlecht weglaufen. So. Also wir könnten uns ja schon fast einen Hund und eine Katze holen, die sich dann um unsere Tiere kümmern.
Sollen wir nochmal einen Blick aufs Brett werfen? Ja, ne? Werfen wir einen Blick aufs Brett. Was will er denn haben? Milch. Er ist jetzt eh nicht zu Hause, aber naja. Schauen wir mal. Was können wir denn alles loswerden? Das kostet 600. Ist das gekocht? Nee. Das Unkraut kann weg. Was haben wir denn für Aufträge? Kartoffel. Ein Fehlschlag kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Das sind alles die, die wir schon abgegeben haben, ne? Okay. So, das kann weg. Obwohl bei den Zutaten will ich immer erstmal gucken, was wir davon schon haben. Und wenn wir etwas nicht haben, dann würde ich gerne das behalten erstmal, auch wenn es keine so besondere Qualität hat. So. Oh, wobei, die lassen wir es mal da drin. Das kann weg. Das Holz behalten wir auch, weil da ist ja die Qualität wurscht. Okay. Das könnte jetzt etwas dauern, glaube ich. Keiner will die Fische und die Insekten haben, also hauen wir einfach alles raus, was wir haben. Dann kriegen wir richtig viel Geld zusammen. Das Unkraut kann auch weg. Bei der Minze. Weg damit. Weg. Ach, hatten wir schon alles rausverkauft letztes Mal. Ich bin so vergesslich. Bestimmt die Schwangerschaftsdemenz. Dann dauert sie da gar nicht so lange, ne? Ja. Ah, hier können wir gerade nochmal gießen. Nö. Da war nicht so sonderlich viel drin beim ersten.